Seit 1975 steht er für gepflegte Sportlichkeit. Weltweit wurden mehr als 12 Millionen Stück verkauft. Jetzt kommt die sechste Generation und auch sie soll wieder die sportlichste im Segment werden. Gleichzeitig aber auch so sparsam sein wie nie zuvor. Der neue Dreier, das wichtigste Auto für BMW. Hier die Fakten. Die Stärke der Dreierbaureihe ist einfach ihre Dynamik. Und diese Dynamik haben wir wieder verstärkt in dem neuen Dreier. Wir haben eine Karosserie mit einem CW-Wert von 0,26. Wir haben 40, 45 Kilo weniger Gewicht. Wir haben eine Reihe von Innovationen wie Motorstart-Stopp, ein 8-Gang-Automatikgetriebe, neue Turbomotoren. Das gipfelt in hervorragenden Fahrleistungswerten auf der einen Seite und sehr, sehr niedrigen Benzin- oder Dieselverbräuchen auf der anderen Seite. Der neue Dreier ist etwas größer geworden, aber es ist, glaube ich, eine kompakte Sportlimousine geblieben. An der Front sieht man sofort, dass es hier nur um ein BMW gehen kann. Wir haben diese für BMW sehr typische nierenförmige Grille. Die Scheinwerfer schließen jetzt direkt an, an diesen Grille. Sie sehen jetzt den Nierenrahmen etwas deutlicher und die Breite der Scheinwerfer macht sie auch optisch flacher. Im Innenraum haben wir zunächst einmal im Verhältnis zu unseren anderen Produkten, 7er und 5er, die Fahrerorientierung nochmal gestärkt. Dieses Interieur ist wirklich komplett um den Fahrer herum geformt. Fahrerorientierung ist Programm, weil wir wissen, dass unsere Kunden eigentlich sehr gerne Auto fahren. Fahrerorientierung findet man in jedem BMW, aber in keiner BMW findet man das so stark wie in diesem Dreier. Am 11. Februar 2012, da kommt er tatsächlich dann in die Läden auf den Markt, der neue Dreier von BMW. Und wenn es stimmt, was uns BMW hier an Zahlen, Daten und Fakten geliefert hat, dann sind das beeindruckende Werte. Nehmen wir das Einstiegsmodell, was dann als erstes auf den Markt kommt, der 320D, Vierzylinder-Dieselmotor. 35.350 Euro wird er dann als günstigstes Modell kosten, hat 184 PS, schafft den Sprint von 0 auf 100 in 7,5 Sekunden und das bei einem Verbrauch von 4,5 Litern. Und das ist wirklich beeindruckend. Interessant auch der kleinste Benziner, der am Anfang auf den Markt kommt, der 328i. Auch ein Vierzylinder mit 2 Liter Hubraum, der hat dann 245 PS, braucht 5,9 Sekunden von 0 auf 100 und braucht nur 6,4 Liter Sprit auf 100 Kilometer. Also BMW hat die Hausaufgaben gemacht. Wir dürfen uns freuen auf den neuen Dreier.